Freaks. Moment, Moment. Wobei, heute müsste ich ja eher sagen, hallo liebe Fan-Enthusiasten und ganz herzlich willkommen zum 6. Türchen, dementsprechend Nikolaustag. Und es geht heute mal nicht um Fußball, denn auch in anderen Sportarten gibt es ja intensive, laute und hingebungsvolle Fans. Ich muss eine Sache gleich vorwegnehmen. Ich kann das nicht 100% verifizieren, ob das, was ich jetzt sage, korrekt ist. Ich konnte es einfach nicht nachprüfen. Aber so wurde es mir gesagt. Und zwar feierten die Lesauf Winners, die Ultras von Marseille, ihr 35-jähriges Bestehen beim Basketball. Schaut euch das an! Leute, ist es nicht eigentlich vollkommen egal, ob das jetzt Marseille ist oder sonst wer? Was geht denn da ab, innerhalb einer Halle zu zünden? Richtig übel! Also das ist schon ein ganz anderes Kaliber als, ich sag mal, unter einem Stadiondach oder so. Also einfach absolut heftig. Wirklich Riesenrespekt davor. Aber dadurch, dass ich das eben nicht verifizieren konnte, kann ich euch aber jetzt das Gezeigte auf jeden Fall zusichern, dass das, was ich sage, vielleicht nicht richtig ausgesprochen ist, aber stimmt. Und zwar hat Iris in, ich weiß nicht, ob das richtig ist, in Griechenland ein Derby gegen den Stadtrivalen gehabt. Ebenfalls beim Basketball. Und, ach kommt, Leute, guckt's euch an. Einfach geil. Die Lautstärke, das Lied, das ins Ohr geht, die Pyro natürlich, die Fans, wie sie mitmachen, einfach rundum grandios. Einfach grandios, hat mir wirklich super gut gefallen und deswegen wollte ich euch das auf gar keinen Fall vorenthalten. Jetzt wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Rest, Nikolaus. Bleibt natürlich gesund, damit ihr mir hier nicht an Weihnachten irgendwie im Bett liegen müsst, ne? Und ich hoffe natürlich, dass ihr Geschenke und nicht die Rute bekommt, ne? Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.